Hey Leute, vielen Dank, dass ihr den YouTube-Channel von Thomas Elektronik eingeschaltet habt. Ich bin Jana. Ich stehe hier heute für euch vor einem 75 Zoll LCD 8K Fernseher von LG. Um genau zu sein, nicht nur irgendein LCD, es ist der NanoCell von LG mit 8K Auflösung. Ich würde sagen, wir gucken uns das Gerät einfach mal etwas näher an. 75 Zoll wird es auch definitiv nur so geben. Also wirklich für die Kinoliebhaber unter euch das perfekte Gerät. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ja, im Lieferumfang des LG 75 SM9900 PLA enthalten sind der Standfuß inklusive Kabelabdeckung, natürlich die Fernbedienung inklusive Batterien, die Bedienungsanleitung, Kurzbedienungsanleitung und Aufbauanleitung sowie Montagematerial zur Befestigung des Standfußes, sprich die Schrauben. Ja, das gute Stück ist jetzt aufgebaut. Meine Empfehlung, auf jeden Fall mindestens zwei Leute, je nachdem wie stark ihr seid, zur Not auch drei Leute. LG packt eine kleine Aufbauanleitung damit rein, haben wir genau so gemacht. Haltet euch dran, dann ist es eigentlich relativ einfach, das Gerät zusammenzubauen. Auf dem Panel selber ist keine Folie mehr. Auf dem Rahmen schon, die könnt ihr natürlich abziehen. Ja, 75 Zoll, 1,89 Meter Diagonale, also echt schon eine stattliche Größe hier bei dem 75 SM9900. Ich würde sagen, abschließend vielleicht nochmal so der erste Eindruck zum Design. Ist wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben unten den geschwungenen Metallfuß, wir haben eine metallverkleidete Rückwand, also sehr, sehr edel wirklich. Selbst wenn das Gerät also frei im Raum steht, kann es sich durchaus sehen lassen. Ansonsten würde ich sagen, alle weiteren technischen Details und so ein bisschen die Hintergründe zu dieser Nanozell-Technologie, was ist das überhaupt, was macht LG da, erfahrt ihr bei uns im ausführlichen Produktvideo. Den Link dazu packen wir euch hier unten in die Beschreibung von diesem Video. Und ja, solltet ihr Fragen haben zu diesem oder einem der anderen Fernseher, die wir bei uns anbieten, ruft uns gerne an, schreibt uns, wir freuen uns auf euer Feedback und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!